Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Iron Harvest mit mir, dem Fearscream. Wir zocken, ich glaube Kapitel 7 ist es jetzt, der Polania. Und mal gucken, was passiert. Jetzt steigen wir hier richtig ein und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die Mission. Und vielleicht kann ich euch ja auch den ein oder anderen Lösungsansatz zeigen, wie ich das Ganze manage, falls ihr da Schwierigkeiten haben solltet. Ich spiele auf dem Schwierigkeitsgrad Medium. Und hoffe, dass ich dem gewachsen bin. Nein, ich denke schon. Ich bin eigentlich ein erfahrener Stratege und hier so RTS-Spieler. Aber in dem Spiel bin ich halt auch noch nicht die Granate. Ne, muss ich ja zugeben. Aber ich gebe mir größte Mühe, um hier ein bisschen zu glänzen. Ansonsten muss ich sagen, jetzt, als das Spiel richtig rausgekommen ist, am 1.9., war es so, dass noch neue Helden dazugekommen sind in jeder Fraktion, also noch jeweils ein Held, so dass man jetzt drei Helden wählen kann, um im PvP zum Beispiel zu spielen. Das ist ganz geil. Aber die Story ist wirklich schön. Das lohnt sich auch für den PvP-Spieler da mal so ein bisschen reinzuschauen, weil es wirklich cool aufgebaut ist, bis jetzt zumindest, ne? Los geht's. Wir sind zu spät. Mein Gott, das wird ein Blutbad. Wir müssen die Zivilisten retten. Vielleicht kommen wir irgendwo an den russwirtischen Truppen vorbei. Nein, müssen wir aber auch nicht. Schnell, bringen Sie möglichst viele Zivilisten zu meiner Werkstatt. Was haben Sie vor? Die Leute aus Kolno retten. Bringen Sie sie her. Okay, das ist hier seine Werkstatt. Wir helfen Ihnen. Schau nicht so. Lech ist verrückt geworden. Unschuldige sterben zu lassen, kann doch nicht die Lösung sein. Danke, Männer. Helfen wir so vielen wie möglich. Was auch irgendwie ganz Aha, cool ist, gehen wir. es ist nicht so arg irgendwie kriegsverherrlichend. Das Da ist drüben haben wir irgendwie Deckung. Ja? Das wird nützlich sein. Bereit. Das wird uns irgendwie gute Dienste ganz leisten. cool gemacht, Bereit. muss ich sagen. Gut, mehr Ressourcen. So, wir werden erstmal hier ein bisschen die Ressourcen uns holen. Die haben hier mal in Stellung gebracht, um unsere verbesserte Kaserne zu safen. Was nehmen wir uns denn hier? Ingenieure werden angefordert. Werden mal Ingenieure holen. Befehle? Jedes bisschen hilft. Schneller. Ah, doch nicht. Ihr wird nicht gefaulenzt. Natürlich nicht. Wir sind So. bereit, alle Ingenieure zu tun, was werden Polania braucht. angefordert. Wie sieht der Plan aus? Bereit. Mache ich sofort. Ich höre. So, dann geht's mal Befehl. los. Wir gucken mal. Polanias Beste stehen bereit. Wir können jederzeit Ich mache mich loslegen. auf den Weg. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Können die eigentlich auch bauen? Ah ja, cool. Vielleicht finde ich ja die Ressourcen. Ich nehme am besten hin. Man kann nie zu viele Verteidigungsanlagen haben. So. Ja, Auf bin gleich geht's. da. So, wenn wir mal die Ressourcen Ich hier mach vielleicht mich auf sammeln, den davon haben wir hier ein paar zu sehen. Und werden natürlich hier erstmal Da die drüben. Zivilisten befreien. Zivilisten. Oh, muss ich außen rumlaufen. Schnell, rettet die Zivilisten! Los, Leute! Oh, die sind hier schön Oh nein, eingepfercht. Verteidigung! Wir sind keine Soldaten. Oh, das ist nicht gut. Was willst du sich meiner Werkstatt? Schnell jetzt! Macht sie fertig! Mitnehme, wird's jemand anders tun. Bereit. Wir Mal haben schon nicht die erste. vergessen, wie man Aber sieht. nicht ihr, nicht ihr, nicht Bleiben ihr. mit uns, wir bringen euch in Sicherheit. Wer sind Sie? Wir wollen helfen, schnell! Na gut, gehen Sie vor. Oh, hier Wir kommen schon sollten die die ersten Leute zur Kräfte. Werkstatt bringen. Allein ist es zu gefährlich für Sie. Wir wechseln die Waffe! Fast neuen Musik auf uns! Schnell! Der Letzte macht Türen zu! Los! Der Letzte macht die Tür zu, ist auch ein geiler Spruch. Der Feind nimmt unsere Verteidigungsanlagen ins Visier. Sie sind direkt da drüben! Wir werden hier beschossen! Das sollte es gewesen sein. Ich höre. Bin gleich da. Das wird nützlich sein. Oh, da kommt noch mehr. Unsere Kaserne wird angegriffen. Na schön. Hier wird nicht gefallen.
Lauft schnell! Lauft, lauft, lauft! Ihr seid Ninja! Glaubt an euch! Jetzt geht das Ding hier richtig ab. So, Jungs. Haben sie jetzt im Griff? Hier gibt's auch noch mal ein bisschen. Ah, nee, warte mal. Wir holen uns erstmal hier die Zivilisten raus, würde ich sagen. Dann gehen wir hier den Weg lang, holen da die Zivilisten raus und gucken mal, was uns weiter noch erwartet hier. Wir sind verteidigungsbereit. Muss was erledigt werden? Ist nicht allzu. Na dann. Oh, siehst du, hier liegen auch schon wieder Waffen. Das ist schon mal sehr gut. Sie sagen, was Sie brauchen und wir Vorsicht beim Verstauen. Bunker bereit. Schützen stehen bereit, um für die Republik zu kämpfen. Neue Befehle für uns? Grenadiere in Bereitschaft. Wir hören. Geht in Deckung. Bereit. Wir gehen in Deckung. So, haben wir da auch ein bisschen was gemanagt. Dann holen wir uns mal die Jungs hier wieder rein. Okay. Die natürlich auch. Na klar. Du bist einfach der Mensch, lass euch nicht abschneiden. Au. 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 Da kommen sie. Gemütlich. Okay, die werden aufgehalten von den neutralen Truppen hier. Da brauchen wir nicht unterstützen. So, dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Hilfe! Schnell! Ah! Da sind sie wieder. Verteidigt meine Werkstatt. Oh, Leute, lauf. Wir kämpfen und retten ein paar Zivilisten. Neue Rekruten? Oh! Ja? Da brauchen wir jetzt nicht zwingend mitfighten. Wer es findet, darf es behalten. Was natürlich trotzdem nicht schlecht wäre für die Erfahrung für später. Ja? Machen Sie es kurz! Ich bin beschäftigt! Beeilung! Ja, wir haben dafür keine Zeit, Fräulein. Wir müssen hier die Zivilisten rausholen. Los geht's! Okay, hier oben sind die nächsten. Da unten ist auch noch Material. Braver Bär. Hilfe! Ich hab sie im Visier. Halt los geht's. Bam. Headshot. Da läuft Kontakt. Wie lange der Plan? Granate. Hilfe! Oh, oh, die greifen die Zivilisten schon wieder an. Ey! Wenn ihr überleben wollt. Sucht euch jemanden in eurer Größe, ihr Lutscher! Ich würde sagen, bisher läuft es ganz gut. Dann haben wir die Zivilisten hier wieder rein. Oh, hier geht's ab. Oh, die Handgranate wird richtig sitzen. Überprüfen unsere Munition. Was brauchen Sie? Das so, holen wir uns hier noch ein bisschen Material. Befehle? Dann können wir die hier nämlich auch gleich wieder mir nach reparieren. Du bist einfach der beste Schützen haben Verstärkung erhalten. Schnappt euch die Granate. Bereit. Wir suchen uns Deckung. Wir dann können die viel Verstärkung. Oh. Aha. Da drüben haben wir Deckung. Wir werden alles geben. So, haben wir auch. Oh, was ist hier passiert? Bitte! Anna! Was machst du denn? Menschen retten! Versuche zumindest! Das tue ich auch! Polania retten! Aber in größerem Maßstab! Ja, die beiden sind sich nicht so ganz einig, wie sie es haben wollen. Ja, aber also er da seinen Krieg ausfechten. Wir werden das hier ganz entspannt machen. Ach komm, scheiß drauf. Das kriegen wir hin. So, dann kommt ihr mal hier ran. Oder nee, ihr kommt hier ran. Du bist einfach der Beste. Diese Angriffe müssen aufhören. Ich brauch mehr Zeit. Wir sind bereit.
das ist wieder gut. Was können wir tun? Mehrere Feindkontakte. Feind am Boden. Halten uns hier bereit. Wir sehen sie. Mindestens einen. Unter Beschuss. Wir sind hier, um zu helfen. Das piekst vielleicht ein bisschen. So, heilen wir mal eben schnell hier. Und die Jungs können sich eigentlich hier mal die Handgranate holen. Hier geht's auch schon wieder ab. Oh, schönes Ziel. Oh, Flammenwerfer. Gebiet gesichert. Na dann, Jungs. Gönnt euch. Und dann heile ich euch. So. Wie kann ich helfen? Bin unterwegs. Sehr gut, dann haben wir das auch. Jetzt holen wir uns hier nochmal. Das kann ich machen. Bisschen Material. Und dann geht's weiter, Freunde. Also, wir kommen hier, glaube ich, ganz gut durch bisher. Wir haben 26 Zivilisten schon gerettet. Ja? Macht es ihnen nicht. Ihr kommt hier ran. Können wir gleich wieder ein bisschen was bauen, denke ich. Oh, was haben wir denn hier Feines? Achso, gar nicht meine. Sanitäter bereit. Dann kriegt ihr schnappen uns die Maschinengewehre. Das hier. Ihr Sanis werdet zu Raketenwerfern. Ach ne, halt, halt. Braucht jemand Hilfe? Ihr werdet zu Panzerdings hier. Und ihr habt nichts zu tun und sammelt noch mal ein bisschen was. So. Ausrücken. Hier stehen wir noch ganz gut, aber wir haben nichts gegen Schwere. Da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen Unterstützung unten hinpacken. Hier oben scheint es ja relativ simpel zu sein. Lassen wir den mal kurz durchheilen. Alles ist wieder gut. Verstanden. So, dann geht ihr nämlich hier mit unterstützen. Müsst ihr hier glatt noch mal was hinbauen. Neuer Sammelpunkt. So, dann ist das jetzt hier mein Team. Ich höre. Bin gleich da. Okay, los geht's. Holen wir uns das noch? Wir können jederzeit loslegen. Onkel, bitte, komm mit mir. Es ist nicht zu spät. Nein. Komm, Onkel. Aus der Asche von Kolno wird sich ein neuer, starkerer Widerstand erheben. Das ist doch Wahnsinn. So wollten wir das nie. Wir folgen dir, Anna. Feindlinge, kommt zurück! Hilfe, die Russwirts kommen! Was brauchen sie? Okay, oh, alles hier da. War ein bisschen Action, da liegen ein paar Waffen rum. So, wir gehen jetzt trotzdem hier hoch. Hier werden wir nochmal ein paar Leute befreien, haben wieder ein bisschen Ressourcen. Der beste Wojtek. Hilfe! Irgendwer, bitte! Sie nehmen uns aufs Korn! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Oh, warum steht er denn noch vor? Junge, Junge, Junge. Halten uns hier ein Gegner. Und er ist nicht allein. Hilfe! Irgendwer! Bitte! Kommt alle, die Leute zählen auf uns! Mehrere Gegner gesichtet! Okay. Aber hier stehen wir ganz gut mit unseren Jungs. Das sollte passen. Okay. Ah, jetzt kommt hier aber ein schwerer Trupp. Der soll hier hin. So, die sind so ein bisschen Reserve. Und wieder geheilt. So, jetzt haben wir's. Natürlich ganz cool, wenn wir uns hier noch was hinbauen würden. Aber wir sind natürlich finanziell arg. Sandsäcke, wundervoll. So, die sind ja nicht so teuer. Aber bieten uns eine Menge Schutz. Ja, dann könnten wir den Trupp danach auch. Na, machen wir dann später. Wir bräuchten noch mal ein paar von den kleinen Scheißern. Aber egal. Hm, warte mal, hier habe ich irgendwo Materials vergessen. Da. Und das brauche ich nicht. Und da gehen wir auch hin.
So, okay, läuft ja ganz gut. Gott segne sie. Ach ja. Was ist mit dem Trupp hier? Das ist der Trupp im Bunker. Genug rumgesessen. Nehmen Verteidigungsposition ein. Ich höre. Weiter! Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Unter Durchbruchsfeuer! Unter Schuss! Diese Truppe haben wir es geschafft. Haltet mir die Rüstung zu noch ein bisschen vom Leib. Gesichert. Deckung kann nie, das wird nützlich sein. Ja? Suche Deckung! Nichts anderes mehr als Asche. Auf dem Weg! Nehm jetzt eine bessere Position ein. Gibt's ein Ziel? Gegner! Reservekanoniere melden sich zum Dienst. Eine Menge Feindkontakte! Wie kann ich helfen? Alles klar. Für unsere Brüder! Einer, zwei, vielleicht auch mehr. Wir werden angegriffen. Wird gemacht. Hilfe! Irgendwer! Bitte! Haltet durch! Feindkontakt! Ich hab sie im Visier. Vernichtet! Wir bringen euch in Sicherheit. Mir nach. Sind wir in Sicherheit? Muss was erledigt werden? Auf kurze Distanz gibt's nichts Besseres. Hier ist da kommen Sie! Feuertrupp ist bereit! Lasst uns die Deckung nutzen! Wer sagt, man kann... Nein! Nicht schießen! Was brauchen Sie? Wenn ich's nicht mitnehme, wird's jemand anders tun. Ja, bisher läuft's ja wirklich richtig gut hier. Also ihr seht, ich hab's hier vorne schön eingenommen und da hinten cool eingenommen. Also ich muss sagen, es geht hier steil voran. Hier oben haben wir jetzt, glaube ich, nochmal welche, die wir befreien müssen und auf geht's. Bin unterwegs. Ja? Also ich muss sagen, die Mission macht mir wirklich Spaß. Man muss hier so ein bisschen micro, weil man hat unten seine Basis, oben muss man hier seinen Auftrag erfüllen. Halt doch nicht dahin, Jungs. Kommt mit uns, wir bringen euch in Sicherheit. Wer sind sie? Wir wollen helfen, schnell! Okay, die haben es geschafft. Gehen Sie vor. Wir sollten die Leute zur Werkstatt bringen. Ja, ich bin noch dabei. Zu gefährlich für sie. Okay, dann machen wir es zusammen. Deckung kann nie schaden. Wir haben jetzt hier oben eh keinen weiteren Auftrag. Es geht nicht anders! Gegner in der Nähe! Aufgepasst! Wir schaffen uns für unsere Brücke! Hilfe! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Okay, jetzt hier jeden zu killen, ist ja irgendwie auch sinnfrei. Oh mein Gott. Der fette Flammenwerfer hier. Ein weiterer scheint im Feuer, was? Kanoniere bereit. Uiuiuiuiui, da ging es aber mal kurz ein bisschen ab.
Wie geht's weiter? Du bist einfach der Beste, Wojtek. Ich weiß. So. Ja, wir müssen irgendwie noch Zivilisten finden. Ich glaube nicht, dass die jetzt ausreichen, um auf 50 zu kommen, oder? Sind das so viele? Ja, doch, sind zwei Trupps. Die beschützen wir jetzt auch ordentlich. Ich höre. Alles ist... Ich mach mich auf den Weg. Bereit. Mach ich sofort. Bei schweren Waffen sind natürlich deutlich langsamer. Rein da, schnell. Nein, hierhin sollt ihr nicht da rein. So. Los geht's. Ab in die Freiheit, Freunde. Ab in die Freiheit. Ich glaube, dann haben wir es geschafft. Cool. Also echt eine schöne Mission. Gefällt mir. Und hier so ein bisschen Micro, und wir hier verteidigen. Oh, da ist noch welche. Los, Leute, noch einmal. Okay, Jungs, Kommando zurück. Wir müssen nochmal Leute suchen gehen. ich hätte mir was zählen sollen. Wie geht's weiter? Na gut. Ist aber kein Problem. Wir sind voll startklar und voll bereit. Dann gehen wir am besten lang. Ja, hier. Aber ich glaube, wir sind im ganz guten Tempo. Hier vorne ist immer Action. Na komm, dann tötet die doch eben. Lasst uns mal! Nicht so weit kommen. Dann mal los! Jeder Schuss zählt! Oh, nicht, dass es jetzt hier so ein Spot ist, wo die ganze Zeit die Typen kommen. Da müssen wir hier mal. Ja, ist ja gut. Professor, wir machen ja schon. Ein paar weniger, die uns nerven. Weiter! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Sehr gut. Feindliche Einheiten gesichtet. Wir kämpfen uns jetzt hier durch. Los geht's. Wir haben Freunde mitgebracht. Oh. Hier unten ist auch wieder Action. Habe ich hier noch eine Handgranate? Ja. Oh, den Flammenwerfer hier muss ich ausschalten. Oh, das ist ja aber der fette Angriff hier. Okay, aber ich glaube, die haben wir jetzt abgewehrt. Ganz gut. Hier oben stehen wir auch ganz gut. Ah, hier ist aber ganz schön was los, ey. Oh, fuck, ey. Wir müssen da jetzt aber uns echt schnell durchkämpfen. Nein, der tötet die Zivilisten. Oh mein Gott, hier kommen aber immer mehr. Noch eine Granate? Nee. Oh, scheiße, meine Jungs hier. Die sind echt wertvoll. Jungs, hier komm, tötet mal. Oh, ist das Knacken, Alter. Oh, die haben es geschafft. Aber ich kann die noch nicht anwählen. So, jetzt aber schnell hier rein. Oh, noch mehr. Ich nehme sie ins Visier. Geschützen stehen bereit. Ist besser als nicht. Hat jemand Granaten bestellt? Ja, ich gehe in den Guns. Jemand muss sie unter Beschuss nehmen. So, los geht's, Freunde. Macht sie kalt. Gebiet gesichert. Das wird nützlich sein. Ja. Wir erledigen das. Ich... gesichtet. So. Verstanden. Eine unserer Einheiten
Jetzt wird's aber knackig hier oben. Ist schon ein bisschen nicht ohne. Schöner Spot hier. Und die Handgranate kommt perfekt, Leute. Boom. Ja, du wiederholst dich. Ich mach mich auf den Weg. Hier treibt sich eine einsame Feindeinheit um. Mehrere Feindkontakte. Och, echt jetzt? Sag mal, die spawnen ja hier wie die Kakerlaken, Alter. Kommt schon, Jungs. Ey. Das ist ja eine never-ending Story jetzt, oder was? Oh. Naja, das ist mir echt zu blöd. So, wir können ja hier nicht ewig 1000 Stunden auf den rumhämmern. Hat jemand Granaten bestellt? Wir gehen erstmal hier rein. So, dann packen wir uns die auf Trupp 2. Gibt's hier keinen anderen Weg? Oh, er ist nur noch alleine, aber er ist schon Veteran, ey. Wir hängen hier gerade ein bisschen fest. Wenn wir die Welle weg haben, laufen wir ganz schnell runter mit unseren Trupps. So, jetzt komm. Komm, schnell. Wir haben hier auch noch ein paar Sachen liegen lassen, die könnten wir uns jetzt tatsächlich mal gut gönnen. Mir egal, wir sind weg. Kümmert ihr euch mal darum. Wie sieht's hier unten aus? Brauchen Sie Feuer? Ja, ein bisschen was kaputt gegangen, aber. Wie geht's weiter? Im Großen und Ganzen ganz schön gut. Ich höre. Hilfe! Granate stehen bereit. Helfen. Granate ist unterwegs. Wir haben die Dreckskerle im Blick. Raus damit! Jemand Granaten bestellt? Hier sind eine ganze Menge von denen. Okay, also ihr seht, ich benutze auch immer schön fleißig meine Granaten. Was brauchen Sie? In Ordnung. Muss man hier unten kurz hin? Mal die Lage checken. Oh, das sieht sehr gut aus. So. Die sind auch schon ganz schön runtergewirtschaftet. Aber nichtsdestotrotz geht's erstmal weiter. Der hier hätte ein paar Freunde mitbringen sollen. Bereit für Befehle. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Lauft tapfer. Oh, was haben wir denn hier schon wieder? Also ganz gut, dass ich mir hier unten eine fette Verteidigung hingestellt habe. Das war auf jeden Fall die absolut richtige Entscheidung. Wir könnten uns hier noch einen Flammenwerfer snacken. Neue Rekruten, Ingenieure werden angefordert. Okay. Schnell rein da, Jungs. Wir machen das ja alles nur für euch. Für die zivile Bevölkerung. Wir sind bereit, alles zu tun, was Polania braucht. Geht in dieses Gebäude. Heinrich kümmert sich um euch. Tada! Geschafft. Das waren wohl alle. Gute Mission. Alle, denen wir noch helfen konnten. Wie will der Kerl all diese vielen Menschen hier rausschaffen?
da ist die Antwort. Hallo, wie finden Sie mein kleines Projekt? Ein selbstaufblasendes Rettungsboot. Oh nein. Mach keinen Scheiß, Alter. Wir haben die alle gerade rausgeholt. Die Kanonen werden sie kriegen. Was machen wir? Oh. Okay. Worauf wartet ihr? Es ist der einzige Ausweg. Ich räume den Weg frei. Wer lieber aufs Luftschiff will, jetzt oder nie. Schnell, schnell. Nach dem Abheben kann ich nicht mehr in der Stadt landen. Wenn wir bleiben, haben die wenigstens eine Chance. Oh ja. Na toll. Viel Glück. Wir sorgen dafür, dass ihr heil hier rauskommt. Was? Nein. Zerstören wir die Kanonen. Ach, wir sind so tapfer. Zerstören war alles umsonst. Oh, wow, wir haben jetzt aber einen richtig dicken Trupp hier. Ich weiß nicht, ob ich weiter hier angegriffen werde. Ich werde mal ein bisschen was hier vor Ort lassen. Wobei, nee, die müssen nur die Stellungen kaputt machen, oder? Ach komm, ein Trupp. Nehmen wir einen normalen. Und nehmen wir den ganz normalen. Geht hier rein. Im Zweifel produzieren wir noch was. Wobei, wir könnten trotzdem auch noch so oder so einen produzieren. Und dann holen wir dem hier noch so einen Flammenwerfer. Und ansonsten, denke ich, sind wir mehr als super aufgestellt. So, da haben wir einmal Handgranate, wir haben schwer, aber wir sind super high im Level auch. Wie sieht der Plan aus? Dann haben wir das jetzt hier, Trupp 1. Das Unsere alles Tanks hier sind voll. Einfach nur wir sind einsatzbereit. Ein wir könnten natürlich auch. Wahnsinn. Sag mal, das sind die Handgranatentypen. Ne, das sind die Panzerfausttypen. Dann machen wir die separat. Als zwei und Grenadier die Handgranaten auf drei. Okay. Wie geht's weiter? So. Ich mach mich auf den Weg. Ja, da habe ich mich schon gefreut und dachte, cool, die Mission ist durch, aber scheiße ist, der Zeppelin kann nicht starten, weil er von den Geschützen beschossen wird. Ich denke mal, es wird jetzt hier nicht so super schwer werden. Wir haben so krasse viele Veteranen und so. Das wird hier ein easy Ritt jetzt. Wir haben das super gut gemanagt, bin ich mir relativ sicher. Okay, da sind schon die ersten. Unterstützen wir mal kurz hier unsere Jungs. Hat jemand Granaten bestellt? Lasst uns mal! Und schon! Lasst uns ein Feuer legen! Feindliche Truppen vernichtet! Das war's alles. Hab hier einen kleinen Trupp mitgebracht. Dann mal los! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin alles guter klar. Dinge. Wird gemacht. So, geht weiter. Ich bin hier, um euch zu helfen. Anna, Gott sei Dank. Wo kam das Luftschiff her? Es ist voller Zivilisten. Wir müssen sicherstellen, dass es unbeschadet entkommt. Bin dabei. Ach cool, der gehört jetzt mit dazu. Wir haben Anti-Mech-Waffen mitgebracht. Wir mischen mit. Wir sind nach Platz. So, wir müssen gucken. Da oben ist das erste Geschütz irgendwo hier. Wir uns mal gleich vorarbeiten. Feindliche Einheiten gesichtet. Unter Beschuss! Beeilung! Halt den Druck! Oh, fuck. Da drüben, die erste Kanone. Weiter! Bisschen Fang!
Ja? Die richten keinen Schaden mehr an. Los! Für unsere Brüder! Scheiße, ey, wie viele Panzer hier kommen. Oh, Jungs, alles was geht, bevor der wieder schießt. Los, 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 los. Oh, das habe ich jetzt nicht so gut gespielt. Wow, okay, wir brauchen hier auf jeden Fall den Sunny-Kasten. Wo ist der? Da. Alles klar. Oh, oh, da haben wir aber böse aufs Mützchen gerade gekriegt. Ich habe nicht mit den Panzern gerechnet, muss ich zugeben. Ich habe sehr viele Flammenwerfer, die natürlich gegen Max jetzt nicht so gut sind. Ja? Der Trupp. Warum eigentlich nicht? Feindliche Einheiten gesichtet. Oh, das war ja so klar. Also sollte ich mir vielleicht versuchen, noch ein paar Raketenwerfer zu besorgen, statt Flammenwerfer. Ich höre. Da oben ist noch ein Medikit. Da müssen wir... Oh. Gibt's ein Ziel? Da drin! Alles klar. Wie viele sind das? Okay, da ist die Waffe. Ich kann den Feind sehen. Warte doch noch mit dem Schießen. Lasst uns mal. Geschafft, los! Da sucht jemand nach Ärger. Scheiße! Achtung! Weiter! Konzentriert euch auf die letzte Kanone! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da muss ich von hinten ran. Komm, 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 Jungs, verschiebt euch. Oder Seite. Oh mein Gott, Handgranate, Handgranate, Handgranate. Zack, ran da. Panzerfaustschützen, hier ran. Oh mein Gott, noch einer! Ach du Heilige! Okay, lauf, 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 lauf. Das Coole ist, der kann schießen beim Laufen. Das heißt, es ist hier Hit and Run, Baby. Bin gleich da. Alter. Bin unterwegs. Gucken, was hier noch los ist. Sie nehmen uns aufs Korn. Einer, zwei, vielleicht auch mehr. Bin gleich da. Hm? Warum ist es schon fertig? Produziere ausschließlich Sanitäter. Aha, zerstöre einen Serp-Mech mit einer... Ach, okay. Ja, natürlich, wir hätten diese Kanonen benutzen können. Na gut, okay, da habe ich jetzt nicht schnell genug mit... Die wir gerade erobert haben, die hätten wir uns einfach snacken können, um dann da noch ein paar Punkte abzugreifen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir es ganz gut gelöst. Aber für euch, ne, merkt's euch. Da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen was reißen. Wenn es euch gefallen hat, haut mir